Hallo, ich bin Dominik, bin 20 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker bei der Firma Nagel in Schöneich und bin im dritten Lehrjahr. Dadurch, dass ich in Schöneich aufgewachsen bin, kannte ich die Firma. Und irgendwann habe ich dann mal eine Anzeige gelesen, dass sie Ausbildungsplätze haben. Und dann habe ich mich mal darauf beworben und durfte dann ein Praktikum machen. Und nach dem Praktikum habe ich dann meinen Ausbildungsvertrag unterschreiben lassen. Ich bin für den Einbau und Ausbau von Fenstern zuständig, die Montage von Markisen, Jalousien, Rollläden, Garagentoren, Terrassendächer. Man erlebt wirklich viel. Die Tätigkeiten sind sehr viel Schrauben, sehr viel Sägen. Man muss feilen, man muss es wirklich auf teilweise Millimeter genau machen. Sehr viel bohren, gerade auch mit der Hilti. Man sollte sich auskennen mit dem Mauerwerk, Dübeltechnik. Was man auf jeden Fall haben sollte, ist technisches Geschick. Man sollte keine zwei linken Hände haben. Man sollte kein Problem damit haben, dass es manchmal länger dauert, dass man manchmal ein bisschen was tragen muss, dass das Wetter vielleicht nicht immer mitspielt. Also man sollte auf jeden Fall ein bisschen robuster sein, wenn man das machen will. An meiner Ausbildung gefällt mir, dass ich jeden Tag unterwegs bin und immer was Neues erlebe.